Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört, vor der magischen Tür, die durch ein Blatt verschlossen wird. Und da müssen wir jetzt irgendwie einen Weg reinfinden. Vielleicht können wir ja ganz laut rufen. Das wäre zumindest meine erste Wahl gewesen. Aber wir müssen anscheinend irgendwie was scannen. Ja, das Rip-Plan, da kommen wir gerade nicht vorbei von der Seite. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie von oben reindroppen. Da ist auf jeden Fall ein Navi-Geselle, der auch blau leuchtet. Also er ist nicht nur blau, sondern er leuchtet auch noch so. Vielleicht können wir einfach mit ihm reden. Hey, das ist doch der, den wir gerettet haben. Hey, what are you doing here? Nee, doch nicht. Hallo. Lost, stranger. Ein bisschen. I am sorry you traveled so far for nothing. Satne said she lives out here. I need a healer, and I hear Anufi is the best. Our Tsahik doesn't see anyone lately. Mokasa forbids it. Ja, das kennen wir ja schon. To make sure she is cared for. If I could just talk to her, my people need her healing. I noticed the mark, stranger. Perhaps she would make an exception. But maybe you can help her too. I can try. But how was braucht sie denn? She created a barrier using those mushrooms. I don't know how it works, and she has her own hidden entrance. I cannot help, but I won't stop you if you figure it out. Dankeschön. Und die war doch ganz, ganz freundlich. So, die hat jetzt irgendwie wieder so eine Pilzfalle gemacht, so ein Pilzrätsel für uns. Vielleicht müssen wir wieder. Genau. Ähnlich wie da, wo wir den Ikran bekommen haben, müssten wir hier wieder verschiedene Pilze hoffentlich nicht in der richtigen Reihenfolge drücken, um da reinzukommen. Da ist auf jeden Fall ein Gear-Basket. Oder zumindest irgendwas an Basket. So. Wieso können wir nicht einfach den geheimen Eingang, den der Anufi, die Anufi benutzt, benutzen? Mensch, was für ein Satz. Hey, wie bist du so schnell da runtergekommen? So, dann schauen wir mal. Ich überhaupt in die richtige Richtung? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte weiter auf dem Berg bleiben müssen. Naja. Dann eben von der Seite hier. Hätten sie aber auch nicht so kompliziert machen müssen, mit der zu reden. Hier ist hier noch was. Hallo? Hier. Ich glaube, das ist der geheime Eingang. Da kommen wir aber nicht durch. Hui. Na, irgendwas zum Scannen hier sieht nicht danach aus. Dann gehen wir einfach mal hoch. Vielleicht haben wir ja Glück. Also ich könnte schwören, wenn ich mich bisschen die Luft anhalte, würde ich hier durchpassen. Na gut, das ist offenbar nicht der Weg, wie wir da rein sollen. Na, waren das nicht die Pflanzen? Berühren. Ah, okay. Und die sagen uns, wo wir noch nichts berührt haben. War da unten dann noch eine? Vielleicht war das ja doch nicht so verkehrt, was ich da gemacht habe. Lasst uns erstmal hier oben schauen. Da muss es bestimmt auch noch irgendwas geben, was sich bei der Berührung zusammenfahren lässt. Vielleicht auch nicht. Ich dachte, wir hätten hier ein bisschen mehr Glück. Nee, es sieht tatsächlich nicht so aus. Dann gehen wir mal dem Pilzpfad nach. Hui. Wird ja sicher noch die eine oder andere geben, die sich... Na, das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Ah, da ist eine da oben. Komm, stell dich nicht so an und kraxel da hoch. Oh. Ja, das hat doch irgendwie funktioniert. Das freut mich. So.
das jetzt schon gereicht? Das wird eine Weile dauern, bis das Signal da oben ankommt. Nee, ich glaube, das hat noch nicht gereicht. Dann müssen wir mal beim anderen Wurzelstrang schauen. Ich glaube, hier haben wir auch noch nichts gemacht. Der geht dann aber auch hier in irgendeine Höhle. Ah, da ist er ja ganz groß. Weg mit den Sporen. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir da noch eine Wurzelleitung. Die verzweigt sich hier, glaube ich, auch ein bisschen. Nee, nicht unbedingt. Ich würde sagen, die geht da hinten lang. Ja. Und dann hier. Auch eigentlich gut zu erkennen. Weiß nicht, warum ich so Probleme habe, die zu finden. Ist halt so. So, ich hoffe, das waren jetzt aber alle. Das hier wird zumindest gerade weitergereicht, das Signal. Sounds like that was it. Sehr schön, es ist offen. Ganz schön dunkel hier. Irgendwas gleich zum Looten für mich? Nee, auf der Ebene noch nicht. Hui. Hallo? Jemand zu Hause? Wenn nicht, werde ich das hier einfach klauen. 72 für den Armguard. Wir haben doch gerade erst abgegradet auf 79 Health. Das ist gut genug, da muss man nichts machen. Blaze Root, sogar exquisit. Haben wir die nicht auch für eine Quest gebraucht? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Hier können wir was craften. Vielleicht kann ich tatsächlich noch einen Chessguard machen, der besser ist. Nö, kriege ich wahrscheinlich nur mit 51 Health hin. Und Zahn 26 Health. Ja, könnte passen, wenn die einfach kombiniert werden. 77 Health, da haben wir, glaube ich, gerade einen besseren. Ja, mit 79. Was ist denn noch nicht so schön? Longbow passt. Heavybow bräuchten wir unbedingt. Und da fehlt eine Wurzel. Na super. Also Heavybogen, schwere Bögen kann ich nicht machen. Speerwurf habe ich jetzt gar nicht so viel. Das macht aber ganz viel Damage. Ihr könnt Speer machen, der 148 Damage hat. Ja, dann machen wir das doch mal. Und den können wir werfen. Habe ich noch nie, glaube ich, ausgerüstet. Wollen wir das erstmal im Inventar wechseln. Durch den guten Speer. Oh, der ist auch schon massiv unterlevelt. Hätte ich mein exquisites Material nicht dafür raushauen müssen. Naja, jetzt ist eh schon zu spät. Wie rüste ich das aus? Wahrscheinlich Equip und dann mal anstelle der Shotgun. Mal sehen, wie das überhaupt aussieht. Ja, kann man wohl einfach so werfen. Ich lasse es mal ausgerüstet, war aber nicht die beste Entscheidung, das zu craften. Weiß man ja vorher nicht. Naja, vielleicht gäbe es einen Weg, das vorher zu wissen. Ich habe das Icon da auf jeden Fall noch nicht gesehen gehabt. Ja, jetzt ist es halt so. Hallo, jemand zu Hause? Glitzert das da schön unter den, was auch immer das ist, Pilzelementen. Oh, hier kann ich wieder contributen. Vielleicht könnte ich den Speer wegwerfen. Achso, aufmachen kann ich wahrscheinlich erst, wenn ich gequatscht habe mit der netten Heilerin oder dem netten Heiler. Ah, da ist er ja. Oder ist sie ja. Anufi? Step into the light where I can see you. I was told you are the greatest Kamitire healer. Lies? Yes, there was once pleasure in healing. And power to... Was ist mit ihrem Arm passiert? The power to harm. These hands are proof of that. And... The
tiny thing I made. Like this. I made it to heal, but it only did harm. And now your people lie in the fog. What did you do? Child. I killed you. All of you. No. No, nicht sehr nett. The Sky People came for us. No, it was me. So many dead already. No. I told you, it is too dangerous. I cannot risk trying to heal any other innocents. But our wounded will die without your help. Then they will die. Ja, die hat einen kleinen Dachschaden abbekommen. War wohl sehr traumatisch. Wird mich noch interessieren, wie sie uns denn alle umgebracht hat. Zumindest meine Verwandten und Freunde. Ah, wir müssen einfach nur anrufen. Na gut. Dann raus hier, gelootet haben wir ja. Nur? I'm here. Did you find them? I just spoke to the Taik. Anufi? Mitten ins Gesicht. It's not just that. There's something more going on here. She's confused. She thinks she killed the Saren too. Can that be true? That doesn't make any sense. What else did she say? Just that she can't help us and that we're lost in the fog. I don't know. Perhaps they're hiding something. Nobody wants to help me. They all seem afraid. Why did Alma say we couldn't trust them? The Kamitire were always good to us. It doesn't feel right. There must be another Kamitire healer. Or someone. There's Anufi's guardian. She helped me earlier. I'll see what I can find out. Okay, wir müssen wieder Samhill finden. Samhill. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Da hinten ist sie ja. Nicht weit gekommen. Ein schöner Spot, den sie hier hat. Sehen wir, glaubt, das erste Mal bei Tag. Ja. Für einen Tagesausflug würde ich auch herkommen. Na gut, red mal mit ihr. Anufi help me? I thought she was a healer. Anufi is troubled. It may take her time. But I don't have time. The Sky People attacked us. Many of us died. Others are sick. Please, I don't know where else to go. Nobody can know I helped. But there is another healer. His name is Siul. Where can I find him? Herbalism is forbidden. But Siul persists. Why is it forbidden? My friend said you are famed herbalists. When you find Siul, he will explain. I can't help you if nobody will tell me what's happening. Talk to Siul. The herbalists have a space in the hollows. He might be there, although I haven't seen him in a while. That's all I can say. Please go now. I understand. Thank you. Na gut. Die sagen zwar alle, ich kann dir nicht helfen, ich darf dir nicht helfen, aber dann lenken sie zum Glück ein mit, ja, ich helfe dir, aber sag bloß niemandem, dass ich freundlich war. Die scheinen echt was Mysteriöses zu verbergen in den Bergen hier. So, wo müssen wir hin? Questmarker, Questmarker, Questmarker. Mensch, ist das immer ein Eck, das hier rauszufinden. Ich muss in die Berge. Ist die Quest überhaupt ausgewählt? Nö. Ah, New Plan. Das klingt doch richtig. Wir haben 4 Skillpunkte. Hau mal die doch gleich drauf für die letzten von dem Survivor-Baum. Plus 25% Schaden an Feinden mit einem aktiven Statuseffekt. Ja, was soll's. Und wenn wir rohes Essen essen oder rohe Essenzutaten, kriegen wir davon doppelt so viel Energie. Ist das nicht schön? Und jetzt ist das Skilltree fertig. Apex Memory Second Wind. When defeated, you can choose to get up again immediately. Okay, also das ist, einfach ein zweites Leben. Ist das schon freigeschalten? Nee, wir brauchen noch die Apex Challenge. Was ist die denn?
Keine Ahnung, was die Challenge ist. Okay, ist auf jeden Fall noch nicht freigeschalten. So was Doofes. Okay, und wir haben keine Skillpunkte mehr. Dann sei es drum, sei es drum. Oh, habe ich jetzt noch einen bekommen oder hat der schon gezielt? Ich schätze mal, der hat schon gezielt, ja. Na gut, Quest ist ausgewählt, dann braucht man tatsächlich nur noch die Karte. Und da ist es ja. Leicht zu sehen. Dann komm her, Hawk. Hawk? Hawk! Dankeschön. Da unten war wieder dieses Memory-Ding, wo wir ein bisschen Tai Chi machen müssen. Das sieht aber so aus, als würden nicht der Mückenschwarm oder was das ist hier fressen. Ja, das wäre auch meine Reaktion, wenn das passiert. So, ich habe die Losung gefunden. Lasst uns loslegen. Was ist denn hier? RDA-Side. Diesmal halte ich Abstand. Hui. Also zuerst. Ich lande nicht inmitten der Feinde. Na komm schon. Also die Mine hat bis jetzt nichts gebracht. Oh, die liegt direkt auf dem Helikopter. Anscheinend ist der Helikopter keine feindliche Entität. Aber die Mechs sehen nicht so freundlich aus. Mann, jetzt ist der Heli explodiert. War wohl doch nicht so freundlich. Oh. Ich habe wieder keine Deckung. Ich brauche Sturmgewehr. Und ein bisschen Heilung. Und Deckung. Am besten alles auf einmal. Nein. Meine ganzen Health-Items. Da hinten sind zum Glück neue. Boah. Elf. Gesundheit. Okay. Ich brauche einen anständigen Bogen. Anständigen Bogen. Ja. Waren das alle? Ja, das sieht gut aus. Und hier sind zum Glück auch Pflanzen, die mir wieder Gesundheit zurückgeben. So, schön Inventar auffüllen. Sehr gut, wir haben zumindest keinen Rückschritt gemacht hier, aber um ein Haar hätten die mich wieder gekillt. Oh, wir haben ein Barrel-Mod bekommen für unser Sturmgewehr. Den wollen wir dann doch installieren. 17% Wildlife Damage. Na gut. Oh, was ist das? Haben die aufgebrochen? Rock Orchard. Kann ich dich... Okay, anscheinend kann ich da gerade nichts ernten. Meint das Spiel zumindest. Kommt schon Spare Parts. Food Rations nehme ich auch. Oh, schon wieder Inventory full. Die sollten hier echt mehr Ersatzteile spawnen lassen. Ist hier hinten eine Höhle? Sieht nicht so aus. Aber Stöcke sind da. Ich dachte, ich hätte da hinten irgendwas Orangenes mit dem Scanner gesehen. Wieder oben auch. Aber ich glaube, das ist wieder dieses Moos. Davon haben wir echt genug. Ich bräuchte Wurzeln. Ich habe keine Ahnung, wo Wurzeln sind. Ja gut, gehen wir noch einmal über den Mech da drüber. Kriegt man vielleicht noch ein bisschen Munition. Nö, nicht mal das. Da sind wir auch voll. Hallo, Hawk. Ab in die Luft. Good to see you, Hawk. Hui. Oh, hier ist wieder eine Beltsbreak oder irgendwas Interessantes. Vorausgesetzt, es ist interessant. Was ist denn hier oben? Hast du Wurzeln für mich? Bist du eine Wurzel? Hier ist, glaube ich, zumindest was zum Looten. Ja, sieht gut aus. Komm schon, mal einen schönen Bogen bräuchte ich. Headguard Mod Superior. 18% RDA Damage ist ausgerüstet, den behalten wir dann auch gleich. Da hinten ist das Missionsziel. Und was war das hier? Ah, den Dingern kann ich wieder folgen. Ich glaube, letztes Mal haben wir da eine seltene Zutat für bekommen, dass wir denen gefolgt sind.
Also das mag ich tatsächlich gern, denen zu folgen. Mag zwar generell nicht solche Folgemissionen, aber... Oder generell diese Art von Nebenquest. Ja, das ist für mich eher Ereignis in der Welt, Interaktion in der Welt als Nebenquest. Also gar nicht so dramatisch. Wenn es dann noch ordentlich was bringt, was wir hier machen, dann umso besser. Vielleicht führen sie uns zu einer schönen Wurzel. Hui. 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 Na? Wie weit haben wir es denn noch? So? Wäre im Regen auch besser gewesen. Hast du noch was für mich? Sieht nicht so aus. Spineberry Fruit. War's das schon? Ich habe doch gesagt, dass ich habe nichts dagegen, wenn es ordentlich was bringt. Das war ja nur eine okaye Frucht. Und finde ich nicht so schön. Und wer seid ihr hier? Und warum seid ihr hier? Hallo. Food to me is safety and warmth. It is the world keeping me alive. Das ist richtig. Our world needs you. Danke schön. Steak Egg Fry, das klingt doch mal lecker. Ich glaube, da unten war mal grad. Na gut, Wegziel ist voraus. Hui. Wegpunkt oder das Ziel. Ich sollte aufhören, die Wörter zu vermischen. Kann man im Deutschen zwar machen, aber dann weiß keiner, wovon ich rede. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. So. Noch irgendwie 600 Meter in die Richtung. Oh, ich höre Schüsse. Direkt unter mir. Da schauen wir direkt mal nach. So, das war's aber mit Spare Parts. Oh, die kämpfen wieder hier gegen die furchtbaren Tiere. Und die furchtbaren Tiere hauen ab. Na, immerhin das. Dachte schon, die wollten auch gegen mich kämpfen. Bin ich ja beruhigt. So, keine Munition, keine Munition. Oh, oh. Okay, nur Hawk ist runtergekommen. Der hat gerade ganz schön geknurrt. Das hat mir einen Moment lang Angst gemacht. Dass die Viecher doch zurückkommen. Ja, dann essen wir halt was. So viel RDA Food Rations, wie ich gerade habe. Keine Spare Parts mehr irgendwo. Das ist doch echt bitter. Vielleicht haben die vorausgesehen, dass der Minenwerfer einfach zu überpowered ist. Und deshalb haben sie so wenig Teile versteckt. Na, hoffentlich hier drin. Ein Assault Rifle Mod. Super. Magazin Mod. Wir haben ein plus 15% Schaden an markierten Feinden und plus 17% Mounted Damage. Das heißt, wenn man von Hawk oder von einem Pferd ausschießen, dann macht man mehr Schaden. Das sehe ich jetzt noch nicht so als sinnvolles Ding. Die sind ja hier lang gegangen. Oh, da sind sie. Oh je. Komm schon, Hawk. Ruhig halten. Mist. Wäre auch lustig, wenn der Speer dann weg wäre. Okay. Ich glaube, wir haben sie vertrieben. Das reicht mir in dem Moment. Dann wollen wir mal zum Missionsziel. Na, die Musik wird schon wieder ein bisschen epischer, ist, glaube ich, der Begriff. Das heißt, wir sind auf jeden Fall richtig hier. Hallo? Seoul? Seoul?
North? I'm at Seul's workshop. It's deserted. And looks like it has been for a while. Why have so many Kamitire disappeared? Ich weiß es nicht. I'll take a look around. Was bist du? Changing Place. Ah, hier kann ich mich wieder anpassen. Habe ich neue Body Paints freigeschalten? Ich glaube zumindest ein paar. Bin eigentlich mit meinem Giftgrün zufrieden. Ich habe neues Haar. Sehe ich gar nicht durch meinen dämlichen Kopfschmuck. Na gut. Sind, glaube ich, fertig hier. Dann schauen wir mal, wo es lang geht. Ah, doch da oben. Oh, ich habe einen Marker gesetzt. Ich wollte meine Waffe wegstecken. So. Sind das wieder Hinweise? Ach, das ist keine schöne Mechanik. So, mit was muss ich dich verlinken? Vielleicht hiermit. I think Seul is trying to make something with this Ithorn. With sick Ithorn? He is a healer. He would know better. Ja. Da unten leuchtet noch einer. Hi. Have they gone? Sarantu. You will understand. Stories run in your blood, as they do in mine. I'm not much of a storyteller, to be honest. I do like a good story, though. I will tell you a tale of a poor Na'vi, who only sought to bring light into a dark world. I built a stage for my clan, and told stories with my puppets. Uh-huh. They flocked to my shows. They laughed, they cried. But then, the great silence, the shame. We stepped back into the fog and let it close around us. I had no heart to tell any tale but tragedies. And we had tragedy enough. No more did they come for my stories. The stage fell to ruin and rot. The puppets I gave away to the children where they might still raise a faint smile. They have long since been cast away. We all need stories. Who would tell them now if not you? That is the question I keep asking myself. The stage I can rebuild, but the puppets cannot be replaced. Once beloved, they have been scattered as those children grew and forgot their dreams. Wir werden nicht deine Puppen suchen gehen. We were not allowed many toys or dreams growing up. I'd be glad to help find your puppets. Thank you. I would search for them myself. But I am not so young anymore. None of us are. Ja, nee, werde ich erstmal nicht machen, es sei denn, irgendwas hängt davon ab. Ja, du bist nur ein Lagerfeuer, mit dir kann ich auch nicht wirklich was machen. Mensch, haben die hier alle eine Laune, du. Bist du? Pastime will ich nicht. Ein Stash brauche ich nicht. Noch jemand, der Redebedürfnis hat. Wall, grumpy old man. And so selfish. He thinks he can just disappear and not tell anyone. He would not say what is on his mind, but even I could tell he was upset. It has been several days and no one has seen him. Have you? Ich glaube nicht. Is there anywhere he likes to go? I have checked all the usual places. Famu might know, though. I overheard them discussing a meadow. Famu is probably gathering for her dyes right now, over by Hunter's Meat. Stay here in case Uwal comes back. I can talk to Famu. Take this with you. Sky people roam these parts. Shortbow String Mod. Ich glaube, anstatt dem Speer rüstet man tatsächlich den Shortbow aus, der auch relativ schlecht ist im Moment.
Und was macht der? 5% Stealth-Schaden mehr. Na gut. Trotzdem danke, du hast es versucht. Here, see what I have today. Wieso redest du so komisch? Du siehst nicht so aus, als würdest du so reden. Ah, der Shortbow, den wir hier haben, ist doch deutlich besser. Schau nur, ob sie eine Wurzel für mich hat. Sieht nicht so aus, aber sie hat ein paar Designs. Shortbow, da braucht man irgendein Harz für. Ein Meerdierhorn und ein Clouded Lily Blast. Zumindest kriegt man das Design für Lau. Und den Bogen werden wir uns auch schnappen. Dankeschön. Gleichfalls. Waste Cloth Mod. Was ist denn? Chest, das ist die Waste und ein neuer Mod dafür. Ja, plus 18% Energie ist gerade besser als das, was wir haben. Ein Blazing Shortbow, der ausgerüstet ist. Und den müssen wir noch in die Schnellauswahl. Jetzt ist er auf 4 verfügbar. Ist das nicht schön? Haben wir nicht gerade geredet? Nö. Let me see what I can share. Dankeschön. Du hättest aber gutes Zeug gehabt. Auch keine Wurzel. Wo ist denn so ein Wurzelclan? Den müsste ich mal finden. Also mein Clan-Favor reicht dafür nichts aus. Muss ich oben immer noch Hinweise verlinken? Das ist Pech. So, Questziel. Oder bist du auch ein Hinweis? Nee, du bist eine Crafting-Station. Na gut, wenn ich gleich hier bin, schauen wir nochmal nach einem Headguard. Hammer, nix dabei. Da bräuchte man Any Shell für. Ist vielleicht im Lager, keine Ahnung. Das Crafting-System ist etwas. Ja. Ist etwas. So, wir sind wieder in der Quest-Area. Ich sehe aber gar keine Quest-Items und Quest-Markierung. Wieso leuchten die jetzt unterschiedlich? Vielleicht müsste man... Oh, dachte, das wäre eine Katze. Das war aber nur die Frisur von der. Komm schon. Pastime will ich nicht. Und hier ist ein Contribute Corp. Gebt mir doch klare Hinweise, was ich tun muss, Spiel. Okay, ich muss hier irgendwelche Hinweise weiterfinden. Hilft mir nicht, wenn alles leuchtet. Da oben vielleicht. Hui! Hallo, bist du ein Hinweis? Ja. Ich wundere mich auch, ob das vielleicht zu einer Tentakelpflanze passt. Was wunderst du dich? Komm schon, zweiter Hinweis gefunden. Den müssen wir doch irgendwem unterjubeln können, den Hinweis. Nee, jetzt mal ernsthaft. Liegt das an mir oder an dem Spiel, dass das hier so merkwürdig ist? Das ist das Spiel, womit ich gefühlt am meisten struggle, wo ich am meisten Probleme habe, mich zu orientieren. Das kann doch nicht sein. Hier vielleicht? A painting of a canyon and markings in paint. Maybe Sion wanted someone to follow him. Oh, nicht nochmal ein Hinweis. Sion is trying to make something, but Anufi's guardian said herbalism is forbidden. Maybe Sion couldn't hide it here anymore. So he went to the canyon. The strange eyethorn might be there too, if it's near the Yavah. I'll try to find it. Oh, danke, das war's an Hinweisen. So, Questziel ist
Da hinten. Da kommen wir ja an schönen Blumen vorbei. Free Fast Travel. Na, warum nicht? Hui. Not coming. Schade. Na komm schon, Hawk. Wir haben was zu tun. Oh, da bist du ja. Hui. Na komm. Nein, der Trigger war doch da. Oh. Hat irgendwie geklappt. So, ein Ancestor-Skill voraus. Und zwei Helis in der Luft. Da schauen wir doch mal. Ich glaube, das ist der Kurzbogen, den wir hier haben. Der Langbogen. Und das Assault Rifle. Oh, die verziehen sich ja. Obwohl, scheinen gerade fast einen Unfall gebaut zu haben in der Luft. Kann sein, dass die nur Kreise ziehen. Schauen wir mal, ob der Ancestor Skill gut zu finden ist. Na komm schon. Wäre schön, wenn er direkt hier unten wäre. Ist es aber garantiert nicht. Ist vor allem noch ein Kilometer weg. Oh, der könnte ja hier wieder in irgendeiner Schlucht drin stecken. Wird dann wieder so schwierig zu finden sein. Die hätten die einfach auf die Berge machen sollen. Ein bisschen langsamer, Hawk. Vielleicht haben wir ja eine Chance, tatsächlich was zu finden. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Hawk. Saren to Grounds. Interessant. So, theoretisch sollte es hier sein. Ist aber bestimmt wieder in irgendeiner Höhle versteckt. Also irgendwie. Ich bin nochmal inside einer Search Area. Weiß man nicht für was. Hallo. Bist du vielleicht hier drin? Gar nicht so schlecht aus. Sondern es spielt der Kreis in der Mitte verrückt. Na, jetzt hat es aufgehört, verrückt zu spielen. Ach komm schon. Was bist du? Dich kann ich zumindest ernten. Einfach nach unten ziehen. Dankeschön. Was bist du denn? Rock Orchard Cane Gear Crafting Material. Okay. Was auch immer. Irgendeine Höhle muss doch dann hier auch sein. Was warst du denn da am Baum? Tannenzapfen. Her mit dem leuchtenden Tannenzapfen. Ich habe, glaube ich, als Kind öfter mal im Bastelunterricht die Silber anlackiert. Deswegen will ich meine Nostalgie hier ausleben. Gib mir doch das Ding. Okay. Irgendwie nach oben drücken. Und so oft versuchen, bis er es tatsächlich macht. Der war sogar exquisit. Sacre bleu, sag ich da nur. Und was ist das da unten? Budding Watcher, a network of plants. Kann sein, dass wir einfach da runter müssen und das dann die Höhle ist. Oh, der Kreis freut sich in meinem... Ja, da hinten ist zumindest was. Umgeben von ganz viel Moos. Ne, komm schon. Irgendwas muss das doch irgendwie zu bedeuten haben. Wir sind doch ganz nah jetzt. Sind wir ganz nah? Es hört ja gar nicht auf mit Weg zwischen uns und was auch immer das ist. Hallo? Budding Watcher. Aha. Wieso wurdest du mir so angezeigt? Hast du Gier drin? Du hast Gier drin. Und wie komme ich da rein? Hallo?
Bestimmt hier müssen wir wieder irgendwas umklappen. Der Pilzspur folgen, würde ich mal sagen. Warum auch immer. Haben wir ja gerade ungefähr gemacht. Budding Watcher. Oder? Open Mushroom. Hui. Ist der andere jetzt auch offen? Kann ich nicht behaupten. Aber wir haben hier auch nochmal eine Spur. Irgendwie. Sehr pilzlastig, die Folge tatsächlich. Mag Pilze doch nicht mal so. So, wir haben jetzt zwei Pilze angefasst. Wenn das nicht reicht, macht mal was anderes. Ach komm schon. Ich will doch nur den Loot. Okay, hier geht noch eine Spur ab. Dann fassen wir halt den dritten Pilz noch an. Und dann holen wir hoffentlich ein legendäres Item. Da berühren. Der war zumindest nicht so weit weg. Yay. Ah, und es ertönt ein schönes Geräusch. Das Teil ist immer noch nicht offen. Okay, dann 4. Oder muss man das sogar in einer bestimmten Reihenfolge machen? Nee, das wäre ja dämlich. Die leuchten in einer gewissen Reihenfolge. Ach, da ist es ja einfach. Na komm, dann schauen wir mal, was da drin war. Wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Schnell rein. Immunity Remedy Food Superior. Super. Da unten ist unser Wegpunkt. Ich dachte, der wäre noch ein bisschen weiter weg. Ja, je nachdem, wie man es halt sieht. Gut, den Ancestor Skill holen wir uns halt nicht. Komm her, Hawk. Dann mache ich gleich mal den Wegpunkt wieder aus Questziel. Weil wenn ich jetzt da rumgurken muss und suchen, bis wir den Ancestor Skill finden, dann dauert es wieder eine ganze Weile. Vor allem jetzt bei Nacht. So. Doch Nacht und Nebel. So viel Moos. Das finde ich faszinierend. So. Nor, I think I'm at the canyon. It looks just like the one from Seul's drawing. No Seul, though. This is a waste of time. Maybe you should come back. Let me see if I can find that Eithorn. Biomfilter? Ich will kein Biomfilter. Das ist doch noch richtig da. Ich glaube, da ist das Giftgas. Okay, die wollen echt, dass ich... Find the Sig Eithorn growing near the Grasping Mountain in the Cascading Stones. Okay, Biomfilter. Okay. Welches Biom soll ich jetzt auswählen? White Moss Forest Biom. Boulderlands Biom. Near the Grasping Mountain in the Cascading Stones. Da hinten vielleicht. Da ist eine riesige RDA Installation wieder. Da würde ich jetzt lieber kämpfen. Na gut. Ich glaube, das muss aber irgendwo hier oben sein. Obwohl es da unten angezeigt wird. Ja, Find the Sig Eithorn. Eithorn. Ein Augendistel, keine Ahnung. Irgendwas mit Auge und Dorne.
Dafür reicht mein Englisch. Hui. Oh, irgendwas ist hier unten. Ich setz mich mal hin. Mal nachdenken. Hier ist eine Höhle. Höhle kann nie falsch sein. Hallo. Irgendwer drin? Was bist du denn hier wieder? Ii. Ist aber ganz giftig hier drin. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Und ich dachte, man geht aufs Land wegen der guten Luft. Anscheinend nicht. Gut, dann einmal hier hoch, hier hoch, hier hoch. Bei Nacht das zu finden, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen dämlicher. Naja, sei es drum. Ich denke, das reicht sogar schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.